Matthias ist Moderator, er ist Publizist, er ist Historiker und etwas macht er immer wieder. Er will möglichst wissenschaftlich korrekt sein und er will aber so schreiben, dass man ihn auch versteht. Matthias Schwib hat in der vergangenen Zeit einen enormen Aufwand getrieben, um hier diesen Mythos der Bombardierung von Schaffhausen zu klären. Ich habe wirklich alle die relevanten Akten anschauen, die amerikanischen, die englischen, Schweizer Archive, die ihnen an die bringen, wenn ein Puzzle. Ja, ich habe eine klare Haltung und die ist aber nicht, weil ich jetzt daran glaube oder mir da gerne möchte, sondern da ist einfach, weil ich die relevanten Akten gesehen habe und keine einzige Akte, die ich je gesehen habe, nur der riesige Zwiebelmann. Und die Amerikaner, und das ist vielleicht auch tragisch, haben ihren Dominik eh geschrieben wegen schlechtem Wetter. Da hat man dann überall da auch in den Zeitungen können lesen. Und da ist ja klar, dass die Leute müssen irritieren. Wir haben hier Schönwetter gehabt, die schreiben immer von schlechtem Wetter. Also das Schönwetter, wo wir wirklich das Loch in der Wolkendecke, da ist am Schluss tragisch gewesen von Schaffhausen. Es verstanden ein sehr schönes Werk innerhalb kürzester Zeit zu schreiben, das ich Ihnen wärmstens empfehlen kann. Ganz herzlichen Dank, sind Sie bei uns gewesen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und viel Spaß beim Lesen.